Rekrutierung gelöst. Nein, der Arsch. Geflohen. Der müsste doch jetzt Macht 5 kriegen eigentlich. Und ist geflohen. Hey, aber wir kriegen Macht plus 40 immerhin. Alter! Nein! Boah, diese scheiß Speerwerfer, die sind echt kacke. Aber wir haben den Auftrag gelöst, wir haben 40 Macht und damit müssen wir die nächste Machtstufe freigeschaltet haben. Hey, Freunde, na, wie geht's euch? Zeit, dich zu zermalmen. Ja, ich malme später gerne mit. Ich fahre auch gerne in den Urlaub auf Malmö, aber jetzt momentan habe ich echt andere Probleme. Das sind mir einfach zu viele tatsächlich. So, zu viele auf einmal. Ich glaube, es wäre dumm, wenn wir da jetzt bleiben würden. Ja, schieße auf Nesta, das geht natürlich alles sehr schön. Ich suche mir erstmal. Du hast du noch nie gesehen. Du solltest dankbar sein, dass ich sie getötet habe. Das Einzige, das du getötet hast. Heißer Popeisa, was hier los ist, Alter. Da haben wir uns von da unten nach ganz quer durch die Karte hochgeprügelt. Dann haben wir hier noch einen Schwertauftrag, das können wir mal machen, in die Grube. Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine... Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden einzelnen seiner Feinde, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten. Forme die Legende des Schwertes. Die Grube hört sich ja schon wieder ganz, ganz traumhaft an. Wie kommen wir da hin? Kann ich da... Nee, reisen geht schlecht. Wir sind gerade hier. Wir müssen so ein bisschen südlich. Das Blöde ist halt, dass hier der Alarm die ganze Zeit bimmelt. Dann einmal da hoch, aber wir sind schon fast da. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Vor allem das mit der Grube hört sich nicht so vielversprechend an. Die Bestie, die ich jage gar keine Bestie. Nein! Ich wollte doch übers Kabel. Übers Kabel wären wir schon da gewesen. So, der dunkle Herrscher, pipapo. Oh oh, jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Ich hätte mir vorher noch ein Kräuterli holen sollen. Nein, das ist wirklich eine Grube. 50! Vergebt euch hinter ihm! Okay, ich werde wahrscheinlich ein bisschen schweigsamer, aber jetzt muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen konzentrieren. Und schon wieder ein Speerwerfer. Alter, denk mal drüber nach. Ich kämpfe mich gerne vor bis zum Speerwerfer. Scheiße, verpasst. Bleib, wo du bist. So! Oh, leichten Rippenschaden. Zahlt die Krankenkasse, kein Problem. Eine Trefferserie von 100 sollen wir erreichen. Ach du Scheiße.
Trefferserie heißt, wir dürfen kein Mal getroffen werden in der Zeit. Nein! Wie zum Beispiel jetzt. Scheiß Schildträger. Scheiße, und jetzt habe ich nicht auf den geachtet. Nein, das war der falsche Mann. Der hier ist es. Ich sollte mir das für die, das Schlachten sollte ich mir für die Schildträger aufsparen. Ich glaube, die Trefferserie von 100 kriegen wir nicht hin, oder? Schwede, boah. 24 sind wir erst. Tut mir leid, wenn die Folge ein bisschen schweigsam ist gerade. Aber ich habe hier gerade echt Probleme. So, das verschafft auf jeden Fall ein bisschen Abhilfe, muss ich mal sagen. So, 30 haben wir jetzt. Hab ich da gerade etwas gehört? Ich glaube, da kommen auch unendlich nach. Das heißt, wir können hier quasi unendlich lange fröhlich sein. Immer auf die Kleinen, das ist doof. Ich muss die Großen erwischen. Eieieiei. Kopflos in Seattle, kennst du vielleicht? 36 von 50 haben wir jetzt. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte doch den da vorne mit dem Schild. Nein! Ich wollte doch den mit dem Schild. Oh, entschuldige bitte. Warte. Ich wollte doch den mit dem Schild. Das tut mir echt leid, dass ich im Weg bin. Ist so eine Eigenschaft von mir. Eieieiei. Nein, und schon wieder ein Speerwerfer. So, da kriegt die Lunge mal frische Luft. Auftrag abgeschlossen. Puh. Boah, was? Boah, schon läuft's nicht mal so gut. Ne, das gibt's nicht. Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Oh, huh.
So, wie sieht's aus, Karagor? Wer wirft den hier mit Äxten um sich? Scheiße. So, viel Spaß mit dem Karagor. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Oh, halt, da war noch ein Blümchen. Das esse ich natürlich noch. Köstlich, danke. Ich höre noch die Schlachtgeräusche von da hinten. Alter Schwede, was war das denn gerade? 50 Leute einfach mal weggesäbelt. Man glaubt es gar nicht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt zu sowas fähig bin. Ich bin ja, also vom pazifistischen Standpunkt aus. Nee, was haben wir denn hier? Der Widerstand. Diese Menschen verweigerten die Befehle. Rette sie. Auch das kennen wir schon. Ich wollte ja eigentlich mehr Macht sammeln. Aber ich glaube, wir werden wohl noch ein bisschen spielen. Das geht gar nicht so schnell alles, wie ich mir das gedacht habe. Tatsächlich ist das Spiel auf etwas längere Spielzeit ausgelegt. Was nichts Schlimmes ist. Ganz im Gegenteil, ich begrüße das, es macht ja auch Spaß. Und es ist wirklich sehr herausfordernd, zuweilen. Boah, also gegen 50 Gegner, das war gerade schon sehr krass. Eine 100er Trefferserie, also das muss ich... Das ärgert mich, dass ich das nicht geschafft habe, dass ich nicht gut genug bin, das zu schaffen. Das ärgert mich ein bisschen. Da packt mich ja doch wieder ein bisschen der Ehrgeiz. Was suchen die denn da unten? Haben wir eigentlich hier wieder inzwischen so einen... Kein Special-Typen, okay. Ich habe hier draußen schon länger überlebt. Sicher nur. Immer ich dort bin, fällt es mir schwer, mich selbst ein paar zu essen. Mich selbst ein paar zu essen! Nein! Eine Leiche! So. Ein benötigtes Kraut ist in der Nähe. Welches ist es denn? Ist es das hier vorne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, ein Remmentont. Warum hast du diesen toten Bleich heute im Dreck liegen lassen? So, wir brauchen... Das hört sich nicht gut an. Nein, niemand. Der Tod ist an Altersschwäche gestorben. Mozo und Tomos haben sich wieder in geträgt. Gerade den falschen Knopf gedrückt, das war natürlich ein bisschen doof. Der hat Informationen. Luger Häuter. Altgedienter Häuptling, Macht 12. Brille Vielmann. Denk mal drüber nach. Keine kopflosen Entscheidungen treffen. Wie viel kriegst du von Vielmann für die Werbung? Halt die Schnauze! So, das übliche Programm. Die neue Straße ist fast fertig. Also werden wir uns sicher bald mit einer anderen Armee vereinigen. Die neue Straße, aha. Mehr Krieger bedeutet weniger Essen. Mir passt das nicht. Hat er nicht so Unrecht. Tod allen Feinden! Tod allen Feinden? Na, du sagst es ja. So. Ugh!
einmal das Gesicht umgekrempelt und dann ist Ruhe. Das ist ein Mensch, der flüchtet. Aussichtspunkt. Hauptquest. Na, ich meine, wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Überfalle Skun der Bettler, indem du dich in seine Festung schleichst. 70 Kraft gibt das. Altkinder macht 13. Ach du Scheiße. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht so recht. Erreiche den Aussichtspunkt, ohne entdeckt zu werden. Ich war vom Feuer umzingelt, als der Grabwandler angriff. Aber ich habe nur ein paar angesenkte Borsten bekommen. Ein paar angesenkte Borsten. Ja, die hat ja sonst der Thorsten. So, hallo? Da ging's also nicht lang. Können wir denn da jetzt... Ich meine, das ist doch da hinten irgendwo. Nein, das war keine gute Idee. Du da! Ja, du! Mit diesem traurigen, armseligen Blick in deinen Augen! Wirst du heulen? Ich geb dir bald was zum Heulen! Na, ich dachte, jetzt gibt es noch eine Prügelei, aber die Menschen wehren sich ja auch nicht. So, wir müssen... Passt beim Kopf besonders auf. Ich hörte, der Grabwander liebt es, ihn in die Luft zu jagen, wenn ihr ihm die Chance dazu gebt. Moment! Ich rieche etwas. Das sind nur deine eigenen stinkenden Füße. Jemand wurde aufmerksam. Hoppala, und... ich bin so gut, ich... Alter, ich habe so viele Skills, ich kann sogar in der Luft schweben. Das Problem ist, ich komme nicht mal raus aus der Luft. Hallo? Luft? Luft? Hallo, Luft? Ach, jetzt komme ich raus aus der Luft. Es war eher wie eine Grauhaut. So, wir haben da unten... Ich glaube, ich lasse die Fallen erstmal da, weil ich weiß nicht, ob wir die nicht gleich noch brauchen. Ich würde jetzt gerne natürlich alle NPCs verjagen hier, also alle Viecher verjagen. Wenn ich fertig bin, bleibt nichts außer Blut und Gedärme übrig. Skun, der Bettler, ist erschienen. Oh! 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 Drei! Er bringt zwei Freunde mit! Sucht er uns? Weiß er, dass wir da sind? Das kann doch gar nicht sein. Der sieht ja schon im Kampfmodus aus. Ich warte jetzt drauf, dass sie ein bisschen mehr in die Manege kommen. Die Hauptmänner kämpfen schon wieder. Die sollen sich mal am Riemen reißen und ihr Geplänkel beenden. Hat der eine Ork nicht ganz unrecht? Weiß der denn, dass wir hier sind? Er weiß. Zeig dich, Waldläufer! Ich hab genug von deinen Spielen! Der weiß, wo wir sind, der kommt hier aber nicht hin, ne? Ich dachte, vielleicht kann man den ans Feuer locken oder so. Aber offenbar... Ungesehen dort hinaufkommt, bringt er sich Ärger mit. Natürlich, dafür bin ich ja da.